Hallo, ich bin in meinem Garten. Dieses Jahr sieht es ein bisschen anders aus. Hier hatte ich ja letztes Jahr die Auberginen und Paprikas. Jetzt habe ich hier Tomaten hingemacht. Dieses Jahr ist es noch ein bisschen trockener als letztes Jahr. Ich habe auch ein bisschen später angefangen mit dem Vorziehen der ganzen Pflanzen. Aber hier die Tomaten, die sind ganz gut gewachsen. Also ich habe im April habe ich angefangen, Pflanzen hochzuziehen. Und jetzt haben wir Mitte, Ende Juni und sind prächtig gewachsen. Und ich habe dieses Jahr halt hier bessere Stöcke, um sie festzubinden. Das war letztes Jahr so ein bisschen wackelig. Jo. Also die Geize, die lasse ich immer noch dran. Hier sieht man schon ein paar Tomaten. Und die Geize, die binde ich halt mit hoch. Habe ich jetzt noch nicht überall gemacht, aber hier sieht man schon mal. Jo, meine Erdbeeren, da ist nichts draus geworden. Die sind trotz Zaun hier abgefressen worden. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Also letztes Jahr im August, September oder so fing es an, dass die Rehe hier wieder über den Zaun drüber gestiegen sind. Die haben mir mein ganzes Wintergemüse weggefressen. Jo. Ah ja, hier, Zucchinis hatte ich letztes Jahr nicht. Habe ich dieses Jahr. So, gehen wir weiter. Ach, hier habe ich Kürbisse gesetzt, aber irgendwie, die wachsen dieses Jahr auch nicht so wie letztes Jahr. Ja, Kartoffeln habe ich auch keine. Habe ich ja letztes Jahr hier probiert mit Kartoffeln. Das war ja auch nicht so toll. Habe ich auch Kürbisse hingesetzt. Also hier, da und da. Aber irgendwie, ja, irgendwie dadurch, dass es so trocken ist dieses Jahr, wird das alles nichts. Hier, das sollte eigentlich ein Weizenfeld werden vom Bauer. Auch nichts geworden. Hier habe ich dieses Jahr Salat. Ja, den habe ich auch nicht vorgezogen, einfach nur ausgesät. Es wird jetzt so langsam was. Hier habe ich meine Chilis und ein paar Paprikas. Ja, die Bohnen sind auch nicht aufgegangen, weil ich nicht gegossen habe und es war einfach zu trocken. Also ein paar Mal habe ich schon gegossen, aber war wohl nicht genug. So, hier mehr Zucchinis, Hokkaido, Kürbis, hier noch mehr Tomaten, Zucchini, Tomate. Da habe ich es mal mit Rüben probiert und hier habe ich noch ein paar verkümmerte Chili-Pflanzen. Ja, ich habe auch ein paar Habanero-Samen eingesät, nicht nur Jalapenos und Scotch Bonnet. Mal schauen, ob da welche dabei sind, ob die aufgegangen sind. Jo, aber die Zucchinis wachsen ganz gut. So, hier. Achso, und ich habe auch natürlich dieses Jahr auch nicht gegossen, weil ich habe ja auch hier überhaupt keine Möglichkeit zu gießen. Ja, hier der Kirschbaum, der hat mich dieses Jahr beehrt mit 5 Körbchen Kirschen. Habe ich Marmelade gekocht, Kirschen eingekocht und Kuchen gebacken. Ja, wollte ich eigentlich teilen mit euch, habe aber keine Lust gehabt.